Meine Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, dem Wahlausschuss zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs. Nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof wird die Wahl der richterlichen Mitglieder durch einen aus seiner Mitte gewählten Wahlausschuss vollzogen. Dieser besteht aus 8 Abgeordneten, die aufgrund von Vorschlagslisten entsprechend dem in § 10 Absatz 3 des Landtagswahlgesetzes beschriebenen Verfahren Hare Niemeyer ermittelt werden. Diese Liste kann nach § 5 Absatz 3 dem Landtag nur von seinen Fraktionen vorgelegt werden. Sind mehrere Personen zu wählen, legen die Fraktionen Listen vor, die mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthalten sollten. Listenverbindungen sind zulässig. Mit den Ihnen vorliegenden Drucksachen 215, 216, 217, 218 und 219 aus 20 sind Ihnen die Wahlvorschläge bekannt. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das sehe ich nicht. Darf ich von den parlamentarischen Geschäftsführern wissen, ob die Fraktionen vollzählig sind bzw. wie viele fehlen? Linke vollzählig, SPD vollzählig, Grüne minus 1, CDU minus 1, AfD minus 1, FDP vollzählig. Aber sowas von, okay. Wie mit den Fraktionen besprochen, erfolgt die Wahl offen, wobei jeder Abgeordnete oder jede Abgeordnete für die Wahl der Mitglieder über eine Stimme verfügt. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das sehe ich nicht. Ich lasse nun über die Wahlvorschläge abstimmen. Wer stimmt dem Wahlvorschlag der Fraktionen der Freien Demokraten, Drucksache 215 aus 20, zu? Das ist die Fraktion der FDP, damit 11 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 216, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Das sind 18 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Drucksache 217 aus 20, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und damit 39 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 218 aus 20, zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der GRÜNEN, also 28 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 219 aus 20 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD und der LINKEN. 38 Stimmen. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Rechnen im Kopf kann ich nicht so schnell. Mit dem Ergebnis sind alle, die gewählt auf den Wahlvorschlägen. Damit sind die Damen und Herren Abgeordnete, wie auf der Drucksache aufgeführt, zu Mitgliedern und Nachrückern in den Wahlausschuss gewählt. Ich darf die gewählten Damen und Herren noch darauf hinweisen, dass der Wahlausschuss das erste Mal am 3. April 2019 um 8.30 Uhr zur Wahl der Landesanwaltschaft zusammenkommt. Eine Einladung erfolgt in den nächsten Tagen. Welcher war das jetzt?